Ja, herzlich willkommen zum nächsten Video zu PicPic. Ich möchte dir jetzt in diesem Video etwas mehr über die Werkzeuge von PicPic zeigen. Wir haben hier eine Reihe von Werkzeugen. Wir haben im vorgehenden Video schon die Arbeitsfläche vergrößert. Ich möchte das Ganze jetzt noch einmal einen neuen Bild zeigen. Ich gehe hier wieder auf Datei öffnen. Suche mir eine Grafik, die ich vorher nicht mit PicPic bearbeitet. Man merkt schon, dass sie sehr groß ist hier von der Pixelanzahl her. Ich passe das jetzt hier von der Größe noch einmal an. Gehe auf Bildgröße, überlege mir, möchte ich hier keine Bildbreite von 4000 haben, sondern gehe vielleicht auf eine Bildbreite von nicht 100, sondern von 1000 Pixeln. Und schon wird das Bild etwas in einer geschickteren Form dargestellt. Abgesehen davon brauche ich dann auch eine geringe Anzahl von Pixeln. Für die Kenner unter euch, es handelt sich hier um die Stadt Meran im schönen Südtirol. Und da möchte ich ein bisschen hier experimentieren. Das ist der Blick vom sogenannten Pulverturm herunter. Gut, als erstes mache ich einmal, gehe ich folgenden Schritt, dass ich hier bei der Größe den Arbeitsbereich vergrößere. Ich will jetzt hier mal vordergründig mal einen Arbeitsbereich von 1400. Die Höhe belasse ich gleich. Klicke hier auf OK und es wird hier im rechten Bereich etwas dazugegeben. Ich könnte jetzt hierher gehen und könnte jetzt hier etwas auswählen. Ich wähle hier zum Beispiel diese Kirche aus, um zu zeigen, was man alles machen könnte. Wenn ich die jetzt verschiebe, wird dann auch dieser Bereich hier freigesetzt. Das heißt, ich kann hier bestimmte Bereiche wirklich aus dem Bild herausnehmen und könnte jetzt hier dann einen anderen Bereich hereinnehmen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel hier dieses Haus hier markieren einmal, rechte Maustaste kopieren. Ich könnte dann hier zum Beispiel etwas machen. Mache jetzt hier rechte Maustaste und gehe auf Einfügen. Ich habe dann hier oben dann das Haus. Könnte es hier daneben hinsetzen. Jedes Mal, wenn ich jetzt dann rechte Maustaste einfügen mache, bekomme ich hier dasselbe Haus nochmal dargestellt. Kann es hier daneben dann zum Beispiel nochmal darstellen. Mache das jetzt aber nochmal rückgängig. Verwende hierzu die Funktion etwas rückgängig zu machen. Habe dann daneben noch die Möglichkeiten, dass ich hier mit diesen geometrischen Figuren natürlich arbeite. Und auch hier mit diesen Pfeilen. Als erstes möchte ich hier mal einen Text hereinsetzen. Ziehe hier ein Fenster auf. Und da kann ich schon etwas eingeben. Und schreibe hier Meran in Südtirol. Kann hier die Schriftgröße verändern. Ist jetzt hier dementsprechend größer. Könnte auch die Schriftfarbe zum Beispiel verändern. Könnte sie in den rötlichen Bereich reinsetzen. Kann hier auch die Schriftart verändern. Das jetzt hier drinnen. Kann ich dieses Textfeld verändern. Wenn sich der Mauszeiger hier verändert, kann ich das hier nicht verschieben. Könnte ich es jetzt hier hineinsetzen zum Beispiel. Das jetzt hier erinnern und möchte jetzt hier mit einem Pfeil arbeiten. Gibt es einen Kurvenpfeil und einen einfachen Pfeil. Nehmen wir jetzt mal hier diesen einfachen Pfeil. Muss hier aufpassen, dass ich das außerhalb einsetze, weil sonst wird hier, nehmen wir es hier noch einmal. Es wird hier die Vordergrundfarbe immer verwendet für die Objekte, die ich verwende. Ich wähle jetzt hier dann schwarz. Das jetzt hier so und habe jetzt hier diesen Pfeil. Wenn ich jetzt hier hergehe, kann ich zum Beispiel hier hinten dann den Pfeil, wenn ich das jetzt hier auswähle, kann ich hier den Pfeil zum Beispiel auch dann dementsprechend dann verlängern. Und kann hier anführen, dass wir hier gerade dann in Meran sind. Gut, es gibt eine weitere Möglichkeit hier des sogenannten Kurvenpfeils. Das wäre dann vielleicht noch etwas schön. Jetzt muss ich wieder dann im Schriftzug gelandet. Ich gehe jetzt hierher außerhalb der Textbox. Ich wähle es jetzt hier. Ich habe hier oben zum Beispiel die Terme. Man sieht hier, dass da Punkte sind in diesem Kurvenpfeil und könnte dann hier zum Beispiel hier dann diese Pfeile dann auch verändern, indem ich hier dann das so nehme. Ziehe das jetzt hier so länglich. Wähle jetzt hier vielleicht noch eine andere Farbe. Bläulich oder rötlich.
Habe jetzt hier den Pfeil gemacht, kann hier nochmal einen Text zum Beispiel hier einfügen. Dann schreibe ich hier hin. Therme. Das hier hineingehen natürlich. Schreibe hier hinein Therme. Habe das hier dementsprechend dann so schön eingefügt. Ich kann natürlich auch hierher gehen, kann hier ein Rechteck hereinnehmen. Weiß nicht, wie ich das jetzt hier schön sinnvoll machen sollte. Kann das hier zum Beispiel hergehen, kann das hier aufziehen und er verwendet dann als Rahmenfarbe das hier und kann hier unterschiedliche Füllungen zum Beispiel verwenden. Hintergrundfarbe zum Beispiel bläulich. Ja. Nicht bei der Farbauswahl. Jetzt gehe ich aber hierher zur Füllungsfarbe. Keine einfarbig. Also muss das dann hier wählen. Und diese Farben werden dann, wirken sich hier dann auf die Füllung dann dementsprechend aus. Mache das jetzt hier zu. Bin wieder hier in diesem Bereich. Gehe wieder hier auf diesem Startregisterkarte gewissermaßen. Ja. War nicht sehr sinnvoll, aber wenn man es braucht, kann man dementsprechend dann hier diese Drecke aufziehen. Mache das jetzt hier wieder weg, der Reihe nach, bis wir es dann verschwunden haben. Eine praktische Möglichkeit, sicherlich hier diese Radiermöglichkeit. Wenn ich jetzt hierher gehen würde und hier diese wegmachen wollte, dann schaut das sehr plump aus, ja, wenn ich hier diese Wolken wegmachen möchte. Mache es nochmal rückgängig. Da gibt es vor der geschickte Möglichkeit, hier diese Farbe dann einzustellen. Er radiert immer mit der Hintergrundfarbe, glaube ich. Wähle hier die Pinzette aus, die Farbpimpette. Wähle mir hier die Farbe vom Himmel. Ja. Habe sie jetzt hier eingestellt. Stelle sie jetzt hier auf die Hintergrundfarbe. Wähle mir hier das Radierwerkzeug aus. Gehe dann herein. Das schaut dann wirklich so aus, als hätten wir hier dann einen rein blauen Himmel gehabt. Vorsichtig sein. Das bei den Bergen sieht so viel. Uns schaut so aus, als hätten wir hier keine Wolken gehabt. Gehe dann hier rein, verändert es noch, vielleicht sollte man hier die Pinzette nehmen. Oder wenn man sagen würde, na, es gibt doch sehr viel, macht das wieder rückgängig. Möchte hier mehr Wolken setzen, mache ich das, was ich vorher schon gehabt habe. Ich kopiere mir hier einen Teil der Wolken. Mache wieder rechte Maustaste kopieren. Füge wieder ein, rechte Maustaste einfügen, dann hier wieder weitere Wolken und kann man hier immer wieder mit rechter Maustaste einfügen. Kann ich dann hier zum Beispiel die Wolken dann vermehren, die sich hier im Himmel vom Heran dann dementsprechend befinden. Hier kann ich zum Beispiel einen zusammenhängenden Farbbereich dann gleichzeitig füllen mit einer bestimmten Farbe. Wenn ich jetzt hier hineingehen würde, werde ich nicht so viel Erfolg haben, weil die Farben nicht wirklich so zusammenhängend zusammenhängend sind. Ich muss wirklich einen vorher zusammenhängenden Farbbereich mir dann auswählen. Das ginge dann zum Beispiel in einer einheitlicheren Farbe, dann könnte ich das Ganze dann hier dann dementsprechend dann auffüllen. Gut, jetzt habe ich dir diese Bereiche gezeigt. Ich kann natürlich auch direkt hier dann eingreifen und könnte direkt hier etwas einmalen, wenn ich hier solche Werkzeuge nehmen würde. Eine sehr praktische Möglichkeit ist hier. Dieser Stift hier, nicht vergessen, man muss immer hier die Farbe einstellen, wenn ich Orange zum Beispiel nehme, wirkt sich das hier ebenfalls auf die Werkzeuge aus. Ja. Das ist dann so hier ein Textmarker. Textmarker mit einem Rechteck. Ich überziehe dann praktisch hier bestimmte Bereiche, die ich dann hervorheben könnte. Also ich könnte hier sagen zum Beispiel, okay, das ist hier die Kirche im Iran. Kann dann dementsprechend hier damit dann bestimmte Bereiche dann hervorheben mit diesem Werkzeug. Ich gehe wieder zurück, beziehungsweise wenn ich hierher gehe, kann ich dann auch die Farben dann verändern, den Stil dann verändern. Wenn ich hier rosa nehmen wollte, kann ich hier dann auch dann noch arbeiten. Es hat wieder auf Gelb zurückgestellt, kann es auch auf rosa hier dann zum Beispiel einfärben. Ich gehe wieder zurück, habe hier mehrere geometrische Formen, die ich hier dann zum Beispiel dann verwenden könnte. Ich könnte auch hier jemanden, wenn hier jemand gehen würde, könnte ich hier dann so eine Sprechblase aufziehen und könnte dann hier hineingehen, vielleicht mit einem Text einfügen und hier wird der Text dann eingegeben. Da heißt es dann im Prinzip Hallo. Also wenn man es am besten ist, es sicherlich, wenn du dich da ein bisschen spielst und da selber ein bisschen arbeitest. Last but not least ist es natürlich so, dass man das Ganze dann auch noch speichern möchte. Ich wähle mir hier den Bereich aus, vorher, den mein Bild dann umfassen soll. Geht es einmal hierher,
mal den Bereich aus. Klick auf Ja jetzt hier, klick auf Zuschneiden. Das ist jetzt hier meine Grafik und dann möchte ich sie natürlich auf meinen Datenträger bringen. Ich gehe auf Speichern unter, wähle mir hier den Dateityp aus, das heißt, ich kann es auch als PDF exportieren. Wähle hier PNG aus und es geht hier das Menü auf. Und dann schreibe ich hier hin, Rahmen verändert, PNG. Und dann exportiere ich es dann ebenfalls noch einmal. Dann speichern unter als PDF, schauen wie das funktioniert. Ich schlage mir dann die gleichen Dateinamen wieder vor, klicke auf Speichern und schauen wir dann die fertige Datei an. Ich habe hier Meran verändert, jetzt mit 1,296 KB. Vorher hatte die Datei 4675, also sieht durch diese Veränderung der Größe habe ich schon einiges erreicht. Schauen wir die jetzt einmal an, genau so, wie wir sie auch erinnern gehabt haben, schaut sie dann aus. Die PDF-Datei schaue ich mir jetzt einmal an. Mit dem Reader. Und er hat wirklich schön in diese PDF-Datei hereingegeben. Er hat die nur vier Seiten, was er reingegeben hat, im oberen Bereich hat dann diese Grafik dann eingefügt. Ja, ich hoffe, dir jetzt da die wichtigsten Punkte zu DickPick zeigen zu können. Ich hoffe, dass dir vor allem die Portable-Version gut gefallen hat. Und wünsche dir recht viel Spaß mit der Arbeit mit PickPick. Viel Spaß und viel Freude damit.